Das hat sich jetzt zumindest soweit auf unsere Bilanz beschränkt, dass wir da wieder einen ordentlichen Pluspunkt bekommen haben. Die kosten uns 30, okay. Zum Kotzen, da brauchst du das Iridium so wahnsinnig oft. Du kannst es natürlich auch aus Militärmissionen ziehen, aber ich habe keinen Bock auf den Schinken, weil das nicht jedes Mal dasselbe ist. Was kostet jetzt so ein Gesundheitshaus? 400.000. Können wir hier was verkaufen? Hoffentlich ist Ihnen niemand gefolgt. Ich bin da auf was Großes gestoßen. Revolutionäre Technologie, wunderbare Neuigkeiten. Da unten ist es, okay. Gut, wenn wir das rausholen, kriegen wir Magnetit, okay. Nicht so toll, aber. Was haben wir hier? Ach, selber muss ich die Diamanten hinbringen. Das ist auch so eine Mission, die noch abgängig ist. Oh, man kann jetzt auch wieder beschleunigen. Das ging am Anfang auch nicht. Ich werde es aber weitestgehend vermeiden. Ich mag das absolut nicht. Wieso wird wohl so ein Schrottteil überwacht? Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ach, mich darf er nicht sehen. Das Ding darf er schon sehen. Wo lief ich das jetzt ab? Hier oben. Und liefert das jetzt auch ab, ohne dass ich dabei bin. Das wäre nämlich auch was, was mich sehr freuen würde. Das war auch eins der Dinger, die, wo ich mir dachte, das kann man anders auch. Das kostet mich hier zum Beispiel auch 3000, dieser Creep-Sammler. Titanplatten mal 7, okay. Nochmal 10, nochmal 6. Nochmal 10. Nee, tut er nicht. Okay. Schade. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Lösung war beinahe optimal. Gut, die positive Kreditbilanz. Wie kriegen wir das hin? Was gibt's Neues? Ich könnte die Tundra übernehmen, okay? Ach, jetzt date auch der Charakter mal. Okay, wann H-Ebenen? Hi. Könnten Sie kurz. Aber den kann ich übernehmen, okay? Daher sind Sie immer ein willkommener Anblick. Ich werde es bereuen, ich weiß es. Ich werde es bereuen, ich werde es so bereuen. Das wird sich gleich so derb auf die Bilanz einschließen. Das ist so krass. Aber Ladies and Gentlemen, willkommen in der Tundra. Falls uns jetzt noch irgendwann das Ding fertig lädt, aber es ist das erste Mal, von daher Geduld. Ein bisschen zumindest.
Nice. Gut, dass Sie hier sind. Dies ist ein schöner Ort, aber er ist abgeschieden. Das sieht wirklich interessant aus. Die Initiative ihn ausgewählt hat. Vor 2 Jahrhunderten haben sie hier einen Saatguttresor gebaut, um mittlerweile ausgestorbene Arten aufzubewahren. Dieser Tresor ist unser Ziel. Aber der Tresor ist nicht richtig gewartet worden und hat Lecks. Und er hat noch etwas Gefährliches aus der Vergangenheit mitgebracht. Wir möchten beide in den Saatgut-Tresor, aber zuerst brauchen wir Forscher, die sich vor Ort mit den Funden befassen. Okay. Ich hoffe einfach mal, ich krieg das hier irgendwas hin. Okay, die Tundra ist auch arschkalt, schon klar, aber nicht so kalt wie unten halt. Bauoptionen erweitert. Wenn man bedenkt, dass wir mitten in einer Schneewüste sind, führen wir ein gutes Leben. Schneewüste? Naja. Aus Wasser und Moos Vitamindrinks machen, okay. Es stimmt, die Menschheit kann überall überleben, auch wenn es hart ist. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Treten Sie ein. Die brauchen Konservennahrung. Die muss ich jetzt aus der Polarregion rüberziehen. Okay. Das wird doch spannend. Es wird doch sehr spannend hier. Jetzt mal alles im Kleinen so ein bisschen aufbauen und dann später noch ein bisschen um die Struktur umschauen. Es stimmt, die Menschheit kann üben. Konservennahrung rüberschicken, ernsthaft. Ich bin gespannt, ob es noch sowas gibt wie die Wüste später auch oder so. Hoffentlich ist dann in meiner Niederlassung in diesem Sektor mehr los. Die ist schon hergeschleppt und nicht abgegeben, okay. Sie haben gute Arbeit geleistet. Wir sollten in Betracht ziehen, sie zum Partner zu machen. Kann ich ein bisschen Geld rausschlagen? Nö. Da kann ich unmöglich Nein sagen. Minimal halt, aber nichts Großes. Wann wechselt er wieder? In der Minute, okay. Wie viel Dosen hat er auf übrig? 3, das reicht auf keinen Fall. Hier kann ich aber nichts mehr extra bauen. Hier auch nicht, das ist auch ausgelastet. Habe ich hier sonst nirgendwo mehr die Chance? Doch hier ist noch ein Küstenbauplatz. Vier Fischlein und keine Logistik. Keine Logistik ist auch eine Logistik. Kostet zum Glück nur wieder 300. Das heißt, wir haben wieder Fischlein, die wir in wahrscheinlich viel zu viel gebauten Fabriken. 1, 2. Da ist eine, die ist. Ich pack's echt nicht. Wo ich überall mehr oder weniger Ramsch rumstehen habe, ist. Das ist aber noch bizarr. Das Ding hier, kann ich das hier verschieben? Nö. Was bist du hier eigentlich? Gemeindezentrum, aber dich kann ich verschieben.
Kann ich dich hier hin verschieben? Und dann kann ich hier ein neues Ding bauen. Nein, das war die falsche Taste. So, jetzt habe ich 7 Fisch übrig. Gut. Neue Route. Arktis. Nein, nicht Dosenfisch. So, hierher. Ach, kann ich noch nicht mal rüberschicken. Hauptsache. Wir müssen einen Raumhafen ausbauen. Okay. Das dürfte das geringste Problem sein. Ja. Okay, muss ich noch die Bio-Dinger hier bauen. Bio-Dinger. Handelt hier höher mit mir wahrscheinlich nicht. Doch hier. Saatgutbunker. Okay, doch nicht. Was haben wir hier? Bunkertemperaturkontrolle. Oh Gott. Achtung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchs. Ja, ich weiß. Das heißt, wir brauchen hier noch die Zellen. Erstmal eine Straße hier rüber bauen. Zellen. Plus 7, die fressen 10. Ich habe das Gefühl, dass das Ding nur schief geht. Ich mal, sieht gut aus. Gut, jetzt produzieren wir diese Zellen, das heißt, wir können. Wir brauchen mehr Ökologen. Okay, ja, verstanden. Warum auch immer wir zuerst mehr Ökologen brauchen. Zu wenig Arbeitskräfte, um Produktionsquote zu erfüllen. Ach so, klar, wir brauchen natürlich mehr Arbeiter, weil wir dann bewiesen haben, dass wir Häuser bauen können. Klar. Und wenn wir Häuser bauen können, haben wir die Rohstoffe so. Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. Ja, ich weiß. Okay, jetzt erstmal einen Viererblock bauen. Ich versuche hier mal mit ein bisschen Struktur zu bauen. Das ist vielleicht nicht schlecht. Das Ganze später eventuell zu verschieben, aber. Neue Gebäudearten verfügbar. Mal schauen. Gut, dabei müsste ich genug Mitarbeiter kriegen. Ich sollte es eher um eine 75 haben. 63 bis jetzt, okay. Wie viele wohnen da maximal drinnen? 4. Na, 10. Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Kommandoflugzeug. Da fällt mir gerade was ein, kann ich irgendein Firmenlogo ändern? Ja. Möchten Sie etwas fragen? Nö. Einstellungen, oder? Auch nicht. Spiel verlassen. Irgendwo kann ich das doch einstellen. Kein Schimmer. Irgendwo kann ich das einstellen. Ach, die, glaube ich. Profil bearbeiten, genau.